der passt doch besser zu dir. Oh, ja, Dori, ist der für mich? Aha. Dankeschön. Oh. Das wächst auch oben im Felsen, Liesel. Da, wo der Edelweißkönig daheim ist. Ist der Edelweißkönig böse? Nein, das ist einer von den guten Geistern. Halb wie ein Engel, weil er sich unsichtbar machen kann, und halb wie ein Mensch. Aber das ist er nicht. Nein, das ist der Gidi, der Jäger vom Herrn Grafen. Den Edelweißkönig kann nur sehen, wer das Königsblümel findet. Der kann sich nicht verirren und nicht abstürzen. Und wenn er in Gefahr ist, steht der Edelweißkönig da und hilft ihm. Grüß Gott, beieinander. Grüß Gott. Darf man sich setzen? Hast du das Königsblümel? Magst eins? Heb dein Edelweiß für die Enzi auf, die freut sich bestimmt. Aber ich mag eins. Da hast eins. Danke. Soll ein Rechnungsbuch sein, ein Sauschwein. Oh mei, da komme ich wohl ungelegen. Nur Tintenkleckse. Man sieht überhaupt keine Zahlen mehr. Und zusammengerechnet ist auch falsch. Bei der Milch hätten 30 Pfennig mehr herauskommen müssen. Für Zahlen habe ich halt einen schwachen Kopf. Und überhaupt ist es die Sache von der Bäuerin und nicht von der Großmarkt. So, recht hat sie die Enzi. Hier gehört wieder eine Bäuerin her. Das Trauerjahr ist ja schon zweimal herum. So. Da siehst du's. Hochwürden und ich sind einer Meinung. Und überhaupt, das einschichtige Leben ist nichts für einen Mann. Schönen Dank für den guten Ratschlag. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Seit dem Tod meiner Marie habe ich mich daran gewöhnt, ohne Bäuerin zu wirtschaften. Ich brauche niemand. Ja, und die Kinder? Die Liesel und der Peppel? Du musst wieder heiraten, Finkenbauer. Die Kinder sind bei der Feferl in besten Händen und ich weiß schon, wie ich mir helfe. Die Anne muss wieder her. Hier auf den Hof. Deine Schwester? Ja. Freilich. Für dich ist das der bequemste Weg. Ach, Hochwürden meinen, dass der Finkenhof vielleicht nicht mehr gut genug wäre für die Anne, nachdem sie von Ihnen diese vornehme Ausbildung erhalten hat. Ja, willst du mir das vielleicht noch zum Vorwurf machen? Bei dem Verstand von der Anne wäre es eine Sünde gewesen, sie nichts lernen zu lassen. Und was ist aus ihr geworden? Hausdame bei der Frau Gräfin. Na, ich würde eher sagen, das Kind im Haus. Denk doch an die Zeit, als die gräfliche Familie noch hier im Schloss gewohnt hat. Die Kinder vom Finkenhof und der junge Graf Luitpold waren doch unzertrennlich. Beim Forellenfangen und Apfelstellen, freilich, da gibt es noch keine Standesunterschiede, aber so etwas verliert sich doch mit der Zeit. Jeder an seinem Platz. Ach, hier ist Ihr Platz! Jeder Mensch muss wissen, wo er hingehört. Die Anne ist eine Bauerntochter. Finkenbauer. Aus dieser Haut kann sie nicht heraus. Finkenbauer. Und wenn sie noch so gescheit daherredet, von dir könnte ein Maulesel noch was lernen. Das ist ein Kompliment. Prost. Prost. Also, überleg dir die Sache gut. Mach ich. Finkenbauer, es wäre schade um die Hanni. Heute noch schreibe ich meinem Bruder, dass er sie wieder hierher schickt, auf den Hof. Dickschädel. Wenn der Ferdl sie mitbringt, sind sie am Freitag in einer Woche daheim. Wieso weißt du das? Weil da dem Ferdl seine Dienstzeit um ist. Hast du die Tage etwa gezählt? Tante Feferl! Tante Feferl! Der Peppel sagt, es gibt gar keinen Edelweißkönig. Natürlich gibt's einen. Der Peppel versteht das nicht. Musst du denn den Kindern immer diese Spinnereien in den Kopf setzen von Elfen und von Berggeistern? Das sind keine Spinnereien. Der Mensch hat seine unsterbliche Seele. Das... Und für die Natur sind die Schutzgeister da. Infanterie-Leibregiment München. Infanterie-Kaserne. So. Soll ich denn dem Pferd auch einen lieben Gruß von dir mit hineinschreiben? Mhm. Na, dann machen wir's. Liebe Pferdl. Stellen Sie sich vor, liebste Gräfin, ein Dekolleté bis zur Taille und das bei Hofe. Aber Mama, in Paris ist das an der Tagesordnung. In der Vie Parisienne war neulich ein Bild von einer... Epa, wenn du dir schon derartige Frivolitäten ansiehst, solltest du das für dich behalten. Aber Mama, du hast doch die Vie Parisienne auch angesehen. Danke, Hanni, Sie können sich zurückziehen. Mama, bitte. Ja? Wissen Sie, was Prinz Ludwig neulich gesagt hat? Die echten Qualitäten einer Frau erkennt man erst, wenn man 14 Tage mit ihr auf dem Land eingeregnet ist. Also ich bitte dich, das geht wirklich zu weit. Entschuldigen Sie bitte. Musik.
Puh. Das war wieder mal eine Sitzung. Ich bin fast gestorben vor Langeweile. Nein, bitte nicht. Was hast du? Ich frag mich, wie das alles weitergehen soll. Schau, Hanni, meine Mutter hat sich nun mal in den Kopf gesetzt, eine sogenannte gute Partie für mich zu arrangieren. Meinst du, mir ist das recht? Ich kann mich nur wehren, indem ich zu jeder Nein sage, bis sie mit ihrer Liste durch ist. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ich hätte wissen müssen, auf was ich mich da einlasse. Das klingt ja, als kennten wir uns erst seit gestern. Ich hab dich doch schon gemocht, dass du noch mit den zwei lustigen Rattenschwänzen rumgelaufen bist. Damals. Da warst dein Bub wie jeder andere. Glaubst du, es hat sich etwas geändert zwischen uns beiden? Warum gibst du es nicht zu? Du weißt ganz genau, wie deine Mutter mich behandelt. Mein Gott, Maman, sie lebt in ihrer Welt von gestern. Das lässt sich nun mal nicht ändern. Ich wünsche nicht, dass du die Räume des Personals betrittst. Ich habe dir das oft genug gesagt. Mama, ich glaube, der Ausdruck Personal ist für Hanni wohl nicht ganz zutreffend. Die Frau Gräfin wird keinen Grund mehr haben, sich über mich zu beklagen. Maman, ich finde die Art, wie du Hanni behandelst, beleidigend. Da sie offenbar vergisst, wo sie herkommt, bleibt mir keine andere Wahl, als sie daran zu erinnern. Aber muss es denn in dieser verletzenden Form sein? Manche Menschen verstehen nur diese Sprache. Du weißt, was Hanni mir bedeutet. Und dass du mich damit genauso verletzt. Ich will dich vor einer Dummheit bewahren. Maman, ich liebe Hanni. Ich will das nie wieder hören. Achtung! Und Offizier Fink, Post für Sie. Danke. Viertel, Post von zu Haus? Tja. Die können es wohl gar nicht mehr erwarten, bis du wieder heimkommst. Mein Bruder will, dass ich meine Schwester Hanni gleich mitbringe. Da, sie hat es anscheinend schon gespannt. Lieber Viertel, wenn du diese Zeilen liest, habe ich es hinter mir. Luitpold und seine Liebe, ich ertrage es nicht mehr. Ich werde die Folgen mit hinübernehmen. Sei mir bitte nicht böse, aber ich hätte wissen müssen, wo ich mich da hineinbegebe. Leb wohl, Hanni. Hey, ja, bleib Um Gottes Willen. Ja, das ist doch nicht möglich. Das arme Fräulein Hanni. Was ist mit Hanni? Was ist passiert? Ihre Schwester. Ach. Wo ist die Hanni? Ja, Mai. In der städtischen Leichenhalle halt. Drunten an der Isar hat man sie aus dem Wasser gezogen.
Ich muss zu Leutnant Graf Olberg. Sagen Sie ihm, Unteroffizier Fink möchte ihn sprechen. Wenn der Herr Unteroffizier eine Meldung hat, kann ich... Ich habe persönlich mit ihm zu reden. Na, meine Herren, wie wär's? Wollen wir noch einen kleinen Flott machen? Aber Herr Unteroffizier kann doch nicht... Aber mit Vergnügen. Ich kenne da eine kleine Bar gleich neben dem Theater. Das ganze Ballett verkehrt da. Mädchen, sage ich euch. Oi, oi, oi. Ferdl. Bitte, Herrn Leutnant, sprechen zu dürfen. Entschuldigt mich einen Moment, ich komme gleich nach. Die Hanni ist tot. Tot? Sie hat Selbstmord begangen. Und du bist daran schuld. Was? Was redest du da? Vielleicht ist das Gedächtnis ein bisschen kurz vom Herrn Grafen. Da muss ich ihm wohl nachhelfen. Hier steht es drin, in dem letzten Brief von der Hanni, dass sie das Leben nicht mehr erträgt. Und die sogenannte Liebe vom Herrn Grafen. Das kann sie nicht gesagt haben. Geschrieben hat sie es. Der Herr Graf kann doch wohl lesen. Schon bequem, mit so einem Mädel unter einem Dach zu leben. Was dürfen sich da keine Folgen einstellen. Folgen? Wenn erst ein Kind unterwegs ist, lässt die Liebe rasch nach. Da muss man dann schauen, wie man da wieder rauskommt. So ist das bei den vornehmen Leuten. Und so wird es immer bleiben. Auch bei dir. Lassen Sie mich los! Plötzlich hat es der Herr Graf mit der Ehre. Daran hätte er früher denken sollen. Luitpold. Was ist denn da los? Herr Leutnant, was ist passiert? Gestatten? Mir braucht niemand zu helfen. Und Sie schon gar nicht. Aber Fräulein Fefer, wo ich Sie doch so gern. Na, ich komm dann ein anderes Mal vorbei. Wiederschauen. Ihr wisst nicht, warum. Hier. Hier. Na und? Wo sind die beiden? Die Hanni und der Ferdl. Vielleicht haben sie was Besseres vorgehabt. Im Zug sind sie jedenfalls nicht drin gesessen. Was jagst denn dann die Rosen umeinander wie ein Narr? Sind ja ganz nass. Na, musst du sie abreiben. Vielleicht kommen sie mit dem nächsten Zug. Mhm. Oh! Meine Pferde hast du zum letzten Mal geschlagen. Von jetzt an das Gleiche mit dir. Ein Telegramm für dich, Finkenbauer. Wenn der Faltl und der Depp nicht so schnell weg wäre, hätte ich es ihm ja mitgegeben. Ist etwas mit der Hanni? Vom Kammerdiener. Und warum hat die Frau Gräfin nicht geschrieben? Oder der junge Herr Graf? Mit himmlischem Tau durchströme deine Sinne Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mit himmlischer Wonne erquicke deine Seele, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Die Beerdigung findet heute Nachmittag statt. Gott möge dir Kraft verleihen, Finkenbauer. Maria, bitte für Sie. Heilige Gottesgebärerin, bitte für Sie. Heilige Jungfrau, alle Jungfrauen, bitte für Sie. Schmerzhafte Mutter, bitte für Sie. Königin des Himmels, bitte für Sie. Heiliger Erzengel Michael, bitte für Sie. Wie's Licht, lauter und klar, so lauter von Sünden, wird der Herrgott finden, arme Seel, dein 18. Jahr. Wie's Licht, lauter und klar, so lauter von Sünden, wird der Herrgott finden, arme Seel, dein 19. Jahr. Heiliger Himmel. Jörg, da ist was geschehen mit der Hanni. Jemand ist schuld an ihrem Tod. Ach, komm, sei gescheit. Das kommt von der Hitze, von den vielen Kerzenlichtern. Das Kerzengericht lügt nicht. Die Hanni ist nicht nach Gottes Willen gestorben. Da müsste man noch an seinem Glauben zweifeln, wenn der Herrgott das gewollt hätte. Alle Heiligen. Hörst du nicht, dass die anderen beten? Ich werde fürs Arbeiten zahlt, nicht fürs Beten. Du bist die längste Zeit bei mir gewesen. Deinen Lohn bis Jakobi zahle ich dir noch. Danach sind wir geschiedene Leute. Verstanden? Ist schon recht. So ein Knecht wie ich bin, der kann sich seinen Bauern aussuchen. Verstanden? Feverl, mach auf! Ferdl! Sei still, Feverl! Sie sind hinter mir her! Wer ist hinter dir her? Die Gendarmen, ich habe mich 3 Tage versteckt. Jörg! Ferdl, was ist passiert? Ich habe den Luitpold umgebracht. Feverl, du hast nichts gesehen, gar nichts. Du hast ihn also erschlagen, den Lumpen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich tue. Erst als er von mir am Boden lag und das Blut an seinem Kopf runterlief. Ich schwöre dir, ich wollte es nicht. Polizei! Aufmachen! Aufmachen, Polizei! Der Gendarm! Los, alles weg! Aufmachen, Polizei! Lauf durch den Keller! Ich halte zu lang auf! Aufmachen! Was gibt's denn mitten in der Nacht? Wissen Sie ganz genau, wir suchen Ihren Bruder! Erstmal möchte ich wissen, was das zu bedeuten hat. Öffnen Sie! Halt stehen bleiben, ich schieße! Stehen bleiben! Ich schieße!
Was soll die Schießerei hier? Er ist auf in den Wald. Wenn das Hundsviech nicht gewesen wäre, das Verreckte, dann hätte man ihn erwischt. Aber der beißt kein Schandtag mehr. Du Lump, der Hund gehört auf den Hof, aber du nicht! Pass ihn los! Du machst es nur noch schlimmer. Los, runter von meinem Hof, verschwindet! Das kann dich teuer zu stehen kommen, Finkenbauer. Fluchthilfe und Begünstigung nach der Tat. Das zum letzten Mal! Verschwindet! Geh ins Dorf, lass dich verbinden. Keine Sorge, den erwischen wir schon. Sauber, sauber. Gendarm im Haus, Hausdurchsuchung und ein Spitzbum unterm Dach. Sowas sollte man beim Mistfinken heißen und nicht beim Finkenbauern. Na, Gott sei Dank ist bald Jacobi. Da ist nichts mehr zu machen, Fräulein Pfeferl. Hier oben und so früh am Morgen. Den Bruder vom Finkenbauern suchen wir. Haben Sie ihn gesehen? Den Viertel? Weshalb? Desertiert ist er, weil er einen umgebracht hat. Herr Offizier? Der Viertel? Ja, nie. Natürlich nicht. Bei euch hält einer zum anderen, was? Viertel! Hierher!
Dem Herrgott sei Dank, Sie kommen ohne Pferde. Es tut mir leid, dass ich die Nachricht überbringen muss, aber Ihr Bruder ist... Der Pferdl ist über die Grenz. Über die Grenz, die zwischen dem Leben liegt und dem Tod. Nein. Ja, er liegt unten in der Höllbachklamm. Was habt ihr getan? Was habt ihr mit ihm getan? Na, na, na. Ich will, dass Ihre Erregung zugutehalten, Finkenbauer. Sonst müsste ich nämlich dienstlich werden. Schon wegen der Begünstigung heute Nacht. Das kann doch der Herrgott nicht wollen. Zuerst die Hanne und jetzt der Pferdl. Naja, ich schau dann anders mal vorbei. Man ist ja schließlich kein Unmensch. Oben am Höllbergschlag, da arbeiten die Holzknechte. Die haben Strick- und Flaschenzug. Vielleicht können die uns helfen. Runterkommen ohne Seil. Kann leicht sein, dass ein Vorsprung den Sturz aufgefangen hat. Spalt. Leicht, dass es ihn dort durchgerissen hat. Geh nach Haus, Fefferl. Zu den Kindern. Nein, Jörg, bitte. Vielleicht finden wir ihn doch noch. Hast du ihn so gern gehabt, den Pferdl? Mhm. Vielleicht finden wir ihn weiter unten, wo die Klamm den Kessel macht. Wer hier in die Klamm gestürzt ist, den hat keiner mehr gefunden. Die Leute haben recht. Die Klamm gibt ihn nicht mehr her. Wir gehen bis daheim. Komm! Dori! Geht schon voraus. Lass mich allein. Ich kann jetzt niemanden brauchen.
Wir sprechen jetzt das Totengebet für die arme Seele des Ferdinand Fink. Gott steh ihm bei. Gott Vater im Himmel, Gott Sohn und Erlöser der Welt, Gott Heiliger Geist. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Amen. Ich hab dir das Essen warm gestellt, oder magst lieber... Du packst? Jörg! Ja, warum? Einen Augenblick habe ich gedacht, du hättest ihn gefunden. Ach, ich habe mir nur was zurechtgelegt. Vielleicht muss ich auch noch rauf zum Glockenbauern wegen einem Stück Vieh. Was schaust mich so an? Geh schlafen, es ist spät. Diesmal schlagen wir mit dem Kaffee um ein Zinal auf. Bist du deppert? Zwei Zinal, sag ich. Ja, Liesel, ganz ein guter. Das ist nicht wahr, sonst hätte er den Ferkel aufgefangen und nicht abstürzen lassen. Die Geschichte ist mir unbekannt. Wollen Sie mir es nicht erzählen, Fräulein Pfeffer? Mit Menschen, die auf unschuldige Leute Jagd machen, habe ich nichts im Sinn. Na, so unschuldig auch wieder nicht. Auf seine Ergreifung sind immerhin 1000 Mark ausgesetzt. Das ist wohl nichts für Kinderohren. Aber, ich habe doch nicht gesagt, weshalb. Ist doch besser so. Sie reden ja, als wäre ich Ihr Feind, Finkenbauer. Dabei bin ich mit den besten Absichten gekommen. Mit den allerbesten. So ein Teufel, so ein Falscher. Sie wissen ja, als oberste Aufsichtsbehörde im Ort muss ich leider einen Bericht abfassen. Dass ich dem Pferdl abhelfen wollen, dafür stehe ich gerade. Na ja, das schreibe ich lieber nicht hinein. Das heißt... Wenn Sie mir in anderer Hinsicht entgegenkommen. Was meinen Sie damit? Ich denke dabei an Ihre Schwägerin. Wenn zwischen der Pfeffer und mir was zustande käme, dann könnte man ja die Fluchtbeihilfe sozusagen unter uns lassen. Hm? Unter uns? Ja. So ist das. Wir sollen also einen Handel miteinander abschließen. Hm. Du Hundskrippi, du elendiger Wart! Jetzt will er das zeigen! Ja, was hieß ich, ob du gar nichts gemacht? Was ist, nennst du nix, ein Käsleib, 2 Dutzend Eier und aus der Reiche kommen? Raus! Raus, sag ich! Als Ortskommandant bin ich nicht irgendwer, Finkenbauer, ja? Ich sage, verschwind! Bin doch schließlich eine Respektsperson. Oh, Herr Gendarm, sonst gestürzt! Halt! Da bleibst!
Warum schreist du denn herum wie ein Jochgeier? Der Saubude, der Miserablige, hat aus der Reicherkammer zwei Leberwurst gestohlen und der Speck seit nah. Es sei doch nicht so, Enzi, der Bub ist doch noch im Wachsen. Im Aufbau. Ja, Sie haben sich vielleicht verändert. Wegen ein Zehnerl Milchgeld wollen Sie meinen Kopf abreißen und auf einmal sowas? Dauert's so lang? Du wirst noch erwarten können. Oh, eben nicht. Wissen möchte, weshalb der Bauer so oft ins Gebirg steigt bei der Nacht. Er wird doch am Ende nicht schmuggeln. Ja, ich hab denkt, dir pressiert's. Oh ja. Nur hier. Mistfink, verreckter. Das wäre der Lump, der Greisliche, der da eingebrochen hat. Eingebrochen? Na, ausgeräumt hat er mal alles. Pfannenkessel, Geschirr und Ofen hat er davon. Und mein Strohsack auch. Na ja, vielleicht hat sich einer einen Hausstand gründen wollen. Ja, ja, auf meine Kosten. Und wo bleib ich? Nächste Woche wird das Vieh auf Däumen auftrieben. Also, schlafen. Das kennst du bei mir. Also, da bist du was Besseres. Ja? Ja. Ah, also dann bringe ich mein Bettzeug zu dir nach. Ach, da schau her. Er mag bei mir unterschlupfen, weil er Angst hat, allein im Finstern. Um Gottes Willen, Enzi, verrat's niemand. Weißt, ich habe mir schon immer jemanden gewünscht, der nachts mit mir einen Rosenkranz betet. Und zwar nauf und munter. Du, gell? Schau, Pepperl. Das Pferd hat ja gar keine Mähne. Tja, tja, nein, das ist schwierig. Oh, 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 au weh, au weh. Besser, ich verdrück mich. Die scheint heute recht grantig zu sein. Aber da muss doch was geschehen, Bauer. Die ganze Hütte ist ausgeräumt. Ich werde zum Gendarm laufen, dass er eine Anzeige macht. Gar nichts wirst du. Mit dem Wimmer will ich überhaupt nichts zu tun haben. Lieber verzichte ich auf die paar Mark, die das ganze Klump eh nur wert ist. Und was ist mit dem Kruzifix, das sie mir genommen haben? Die Halunken, die Unchristlichen? Du kriegst ein neues von mir. Ich lasse dir die Hütte wieder herrichten. Schöner, als sie vorher war. Ja, sowas. Ja, gibt's denn sowas? Ja, sowas gibt's. Du Pepperl,
Lass einmal schauen. Dori? Ja, was gibt's? Oh, oh, oh. Nix als Räuber und Schlawiner. Was ist das? Ein Besen. Hier auf dem Hof herrscht Ordnung. Merk dir das, du Hami, du Windiger. Ein Besen. Das hat der Dori geschnitzt. Mhm, sieht aus wie ein Mustang. Was ist denn das? Ach, das sind wilde Pferde. Die gibt's in Amerika. Die Indianer reiten sie ohne Sattel. Auf unserem Fallbien reite ich auch ohne Sattel. Ja? Wo ist denn Amerika? Ach, das ist weit weg, Liesel. Mit dem Schiff musst du ein paar Wochen fahren, bis du dort bist. Können wir da nicht hinfahren, Papa? Hast du dir auch den Hals gewaschen, Beppel? Ja, doch. Erzählst du uns noch vom Edelweißkönig? Ein andermal, jetzt wird geschlafen. Gute Nacht, bitte. Gute Nacht. Immer nur schlafen. Wenn ich mal erwachsen bin, schlafe ich überhaupt nicht mehr. Sag mal, du hast doch noch einen Onkel in Glashütte. Ja. Und eine Tante, die in Burghausen verheiratet ist. Ja, warum? Ach, ich frag nur, falls du hier mal weg musst. Habe ich was nicht recht gemacht? Bist du nicht zufrieden mit mir? Nein, nein, das ist es nicht. Es könnte nur sein, dass ich den Hof verkaufe. Aber Jörg, denk an die Kinder, die brauchen doch ihr Zuhause. Meinst du, das tue ich nicht? Die ganze Zeit denke ich darüber nach. So sag doch was, lass dir helfen. Seit die Hanni tot ist und der Viertel, bist du ein ganz anderer Mensch. So? Bin ich das? Ein dummes Bauern oder bin ich ein dummes? Dreinschlagen musste ich, dass die Fetzen fliegen, aber da ist niemand. Keiner hat Schuld. Grüß dich Gott, Finkenbauer. Kommst wegen der Seelenmesse für den Viertel? Damit warte ich, bis sein Tod amtlich ist. Ich bin hier wegen seinem guten Namen. Aber Finkenbauer... Was hat er denn getan? Sich empört über das Unrecht, das man der Hanni angetan hat. Deshalb ist er noch lange kein Mörder oder was die Leute ihn sonst noch alles heißen. Aber Finkenbauer, wir sind hier in der Kirche. Sogar eine Belohnung hat man auf ihn ausgesetzt. Er hat einen Menschen umgebracht. Es war ein Unglücksfall, der Ferdl wusste nicht mehr, was er tut. Aber Finkenbauer... Er hat es mir gesagt. Mag sein. Wie es wirklich war, weiß nur der da droben. Für den Ferdl ist keine irdische Instanz mehr zuständig. Und was ist mit den Leuten, die mit der Schande weiterleben müssen? Ich meine die Kinder. Und mich. Hier, der letzte Brief von der Hanni. Die Anklage muss zurückgenommen werden, Hochwürden, Das sehen Sie doch wohl ein. Und du gibst mir die Schuld, dass es mit den beiden so weit gekommen ist? Ich hätte halt damals nicht zustimmen dürfen, als Hanni in die Großstadt gegangen ist nach München. Herren und Bauern, das passt nicht zusammen. Ach was. Es hat noch nie zusammengepasst. Hochwürden, gehen Sie doch bitte zu Frau Gräfin und sagen Sie ihr, sie soll die Anklage zurücknehmen. Zeigen Sie ihr diesen Brief. Aber in einem solchen Fall erhebt keine Einzelperson Anklage, sondern der Staatsanwalt. Und in diesem Fall ist er besonders scharf, weil es sich um einen hochnoblen Herrn handelt, um einen Grafen, um einen Offizier. Hier wird doch mit zweierlei Maß aber gemessen. Finden. Dann gehe ich ihm selber zur Gräfin. Nein, nein. Ich gehe schon für dich hin. Ich werde mein Möglichstes tun. Eine bedauerliche Angelegenheit, verehrte Gräfin. Sehr bedauerlich. Aber die Umstände zwingen das Regiment hier eindeutig Klarheit zu schaffen. Der betrunkene Unteroffizier, der ihn angegriffen hatte, ist tot. Das genügt doch wohl. Es geht hier nicht um den strafrechtlichen Vorgang, sondern um den Ehrenstandpunkt. Ein Offizier darf sich unter keinen Umständen auf eine Diskussion mit Untergebenen einlassen. Ist er trotzdem gezwungen, seinen Degen zu ziehen, dann nur zur eindeutigen Behauptung seiner Offiziersehre. Herr Hauptmann, Sie wollen doch nicht unterstellen, mein Sohn hätte sich unehrenhaft verhalten. Aber gnädigste Gräfin, ich... Der Degen ist zerbrochen, als er dieses Individuum bestraft hat. Ich nehme an, mit der flachen Klinge. Ich hoffe, diese Auskunft befriedigt Sie, meine Herren. Wäre es vielleicht trotzdem möglich, einige Worte mit Ihrem Herrn Sohn zu wechseln? Der Zustand meines Sohnes ist Ihnen bekannt. Die Ärzte haben jeden Besuch strikt untersagt. Was? Er lebt? Dem Himmel sei Dank. Dann kann ich ihn also sprechen. Wenn Sie Luitpold etwas mitzuteilen haben, dann können Sie es mir anvertrauen, Hochwürden. Mein Sohn hat vor mir keine Geheimnisse. Dann wissen Sie also auch, dass Hanni von ihm ein Kind erwartete. Wenn Sie das hier lesen,
werden Sie diesen bedauerlichen Zwischenfall sicher anders beurteilen. Frau Gräfin! Sie nehmen das doch wohl nicht ernst. Mir scheint, die Hanni hat das sogar zu ernst genommen. Mein Gott, ja. Sie war eine reizende Person auf ihre naive Art. Sie hätte es sich nur nicht in den Kopf setzen dürfen, partout eine Gräfin werden zu wollen. Dann hätte ihr der Herr Graf auch keine Hoffnung machen dürfen. Tut mir aufrichtig leid um Hanni, wirklich. Wenn sie zu mir gekommen wäre, hätte ich bestimmt einen netten Bauernburschen für sie gefunden. Zu gütig, Frau Gräfin. Aber ich bin wegen Hannis Familie hier. Sorgen Sie dafür, dass die Anklage gegen den Bruder zurückgenommen wird. Bei Ihrem Einfluss dürfte das nicht schwerfallen. Ich glaube kaum, dass die Öffentlichkeit dafür Verständnis haben würde. Mein Sohn ist in einer Weise brüskiert worden, dass... Frau Gräfin? Bitte nehmen Sie das weg. Sie haben zwar das Patronat über meine Kirche, das bedeutet aber nicht, dass Sie besondere Rechte haben. Aber Hochwürden! Es täte mir leid, wenn Sie in diesem Punkt anderer Meinung sind. Aber notfalls klebe ich diesen Brief wieder zusammen und hänge ihn an der Kirchentüre aus. Du hast den gern mögen, den Pferdl. Stimmt's? Mhm. Verflixt nochmal! Abgebrochen! Abgebrochen! Geht. Jetzt lachst du nicht so blöd. Den Gockel mach ich doch für euch. Geh, hol dir eins von dem Pferdl seinen Schnitzmessern. Im Schrank in der Werkstatt hat's genug. Ja, mach ich. Was hast du hier drin zu suchen? Ich wollte mir nur ein Messer holen. Die Feverl hat's mir erlaubt. Die Schnitzmesser habe ich weggeräumt. Warum sollen die da drin verrosten? Hier, nimm meins. Ich schenk's dir. Ja, mei. Mit fünf, mit sechs Klingen. Danke. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Ja, Hochwürden. Graf Luitpold lebt. Er lebt? Ja, er lebt. Er hat zwar einen schweren Schädelbruch, aber er lebt. Wenigstens steht der Pferdl nicht als Mörder da, wenn es einmal vors jüngste Gericht geht. Und, die Anklage? Wird die zurückgenommen? Tja, wo es keinen Kläger gibt, gibt es auch keinen Richter. Aber angenommen, es käme doch noch zu einem Prozess. Wie viele Jahre würden Sie dem Pferdl geben? Das klingt ja fast so, als wenn er noch lebend hätte. Wie viele Jahre? Ich bin kein Richter. Finkenbauer, hast du mir nicht doch noch was zu sagen? Nein. Stoß hast und noch ganz frisch in den Spulen. Wo hast du denn den her? Ob ich ihn gekauft habe oder gefunden habe, das geht dich gar nichts an. Ach, so ist das. Ja. Das muss ich schon sagen. Ein schönes Vieh hat er beieinander, der Finkenbauer. Kein Wunder, bei denen Nebeneinnahmen. Was meinen Sie mit Nebeneinnahmen? Das weiß doch ein jeder Mensch, wie billig der Kaffee drüben über der Grenze ist. Sag das doch mal, du Haderlob. Bist du schwerhörig? Was denn? Stechen willst?
stechen. Aufhören mit der Rauferei! Los jetzt! Da haben Sie einen Raufer. Respekt, sag ich, Respekt. Wart nur das Zeug daheim. Raus jetzt mit der Sprache. Wie war das mit dem Finkenbauer und dem Kaffeeschmuggel? Es ist ja nur ein gewöhnliches. Le, 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 le. Vielleicht hat es einer gestohlen, das Lampball. Jens wird narrisch. Ja, das ist jetzt das zweite Lamm, das mir abgeht. Geht's 100 Lammfurt! Liesel! Thank you.
Ruh dich mal schön aus. Ich mach dir gleich was Heißes zu trinken. Aber zuerst tun wir mal die nassen Sachen weg. Der Edelweißkönig hat mich gerettet. Er soll dir nichts sagen. Sei ihm nicht böse, wenn er auf mich gehört hat. Suchst du die Liesel? Ja. Komm, du bist bei mir in der Höhle. Sie hat Fieber. Ich habe einen Kamillentee gemacht, aber sie ist mir vorher eingeschlafen. Mein Gott, und hier lebst du? Ein bisschen besser als im Grab ist es schon, aber nicht viel. Herr Jörg hat alles heraufgeschafft. Ohne meine Schnitzerei wäre ich hier trübsinnig geworden. Ferdl, warum durfte mir der Jörg nichts sagen? Sollte ich dir alles noch viel schwerer machen? Was ist mir denn noch geblieben? Der Weg über den Grenzpass, sobald mein Haxen wieder heil ist. Und was dann wird, wollen wir gar nicht dran denken. Ferdl, du vergisst dabei was ganz Wichtiges. Wir lieben uns und du lebst. Tja, wenn man das ein Leben nennen kann. So tu doch was, wehr dich. Geh hin und sag ihm, wie alles gewesen ist. Graf Luitpold lebt doch. Ja, ich weiß. Aber lebenslänglich ist mir trotzdem sicher. Aber doch nicht wegen einem Schädelbruch und einem zerbrochenen Offizierssäbel. Vielleicht sind es auch nur 15 Jahre, wenn die Herren gnädig sind. Aber du kannst doch nicht einfach aufgeben. Es gibt eine Gerechtigkeit, es muss eine geben. Die haben die großen Herren gemacht. Und die gilt nur, wenn es denen passt. Glaub mir, Feverl, es ist besser, du kehrst zu den lebendigen Zeug. Das Geisterreich hier unten ist nichts für dich. Ich gehe zurück, Ferdl, wegen der Liesel. Aber ich warte auf dich. Hast du dir wehgetan, Liesel? Nein. Kannst du noch? Ja. Dann komm. Wenn ich dich auch noch verloren hätte, darüber darf ich gar nicht nachdenken. Vater? Hm? Ich bin beim Edelweißkönig gewesen, in seinem großen Schloss. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja gar nicht wahr. Sie hat noch ein bisschen Fieber. Ich bring dir gleich deine heiße Milch. Wo hast du sie denn gefunden, bei der Klamm? Direkt beim Absturz. Hm. Sie muss einen Schutzengel gehabt haben. Einen Schutzengel? Er hätte auch ein bisschen früher kommen können. Wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich morgen nach Maria einsiedeln, zum Wallfahrten. Morgen? Ist denn das so wichtig? Ich habe mir's gelobt. Oben, in der Klamm. Und das halte ich auch.
Pfeffer. Ja, Pfeffer, was machst du denn hier? Ich muss zum Herrn Grafen. Ich weiß, dass er hier ist. Der Gidi hat's mir gesagt. Aber nein, 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 aber das geht nicht. Die gnädige Frau Gräfin hat jeden Besuch strengstens unter... Aber Pfeffer, zu was doch? Ich bitte um Vergebung, Herr Graf, aber... Das Fräulein Pfeffer? Danke, Eustach. Was kann ich für Sie tun? Da bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen, bevor der Herr Graf sich davon macht. Ich verstehe nicht ganz. Nein? Wo war denn der Herr Graf, als die Hanni das Kind erwartet hat? Davon habe ich erst durch den Ferdl erfahren. Und jetzt, wo der im Unglück steckt, wissen Sie wieder von nichts. Der Ferdl? Ich denke, der ist tot. In einer Höhle hat er sich versteckt, oben im Gebirge, weil er von der Polizei gejagt wird wie ein Verbrecher. Was hat er denn Unrechtes getan? Er hat die Ehre der Hanni verteidigt, weiter nichts. Ich schwöre Ihnen, davon weiß ich nichts. Davon hat mir niemand was gesagt. Dann hätte Herr Graf ja auch mal fragen können, wenn er die Hanni so geliebt hat. Ich bin krank gewesen. Freilich, so ein Kratzer auf der noblen Haut wiegt schwerer als das Glück von gewöhnlichen Menschen. Der Finkenbauer will den Hof verkaufen. Den Hof? Ja, damit der Ferdl nicht allein nach Amerika muss oder nach Australien. Und ich? Ach, oh. Sagen Sie dem Gidi, er soll mich morgen früh von der Station abholen. Ich komme mit dem ersten Zug. Die gnädige Frau Gräfin! Kommen Sie. Wer ist das? Das Pfeffer, die Schwester von der verstorbenen Finkenbäuerin. Bitte bringen Sie das Fräulein Pfeffer zum Tor. Sehr wohl. Darf ich fragen, was diese Demonstration bedeuten soll? Dass du mit den Damen Hochreiter alleine nach Biarritz reisen wirst. Aber du kannst doch Ebba nicht derart vor den Kopf stoßen. Tut mir leid, Maman. Wenn ich mal unseren Besitz übernehme, möchte ich den Leuten ins Gesicht sehen können. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Das Gefühl habe ich schon lange. Auf dem Hof. Alles in Ordnung? Ja. Na, was macht dein Haxen? Geht's besser? Viel besser. Ist fast vorbei. Schieße!
Finkenbauer. Mhm. Nix, Feferl, das Ganze ist ein Irrtum. In ein paar Stunden bin ich wieder da. Na, sagen wir in ein, zwei Jahren. Sonst wäre das Schmuggeln ja allzu leicht. Los, geh mal. Tut mir leid, Freund Feferl. Aber der Finkenbauer hat's nicht anders wollen. Ich sehe den einen ab, dir. Fehlt nur noch der andere. Ach so, Sie meinen... den Bruder. Vielleicht, aber erst reden wir über die 1000 Mark Belohnung. Die Belohnung gilt doch noch, oder? Du Lump! Keine Ehrenbeleidigung. Verschwind. Verschwind! Zum Viertel? Ja, oben in einer Höhle hat er sich versteckt. Keiner weiß, wo sie ist. Und der Viertel ist der Einzige, der beweisen kann, dass der Finkenbauer unschuldig ist. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Der Viertel lebt? Ja, frag nicht so viel. Du musst sofort den Grafen holen und ihn hinaufführen. Weg hier! Sie sind hinter dir her! Wer? Die Gendarmen, der Fadler hat dich ausspioniert. Ich bring dich über die Grenze. Da schau, gleich werden sie da sein. Los, pack deine Sachen zusammen. Sobald ihr den Höhleneingang entdeckt habt, gebt ihr sofort einen Schuss ab. Jawohl!
Lassen Sie mich vorausgehen, Herr Graf. Bleib du draußen, Feverl. Erheben Sie sich! Jeder Widerstand ist zwecklos! Was ist? Jörg! Ein glatter Durchschuss. Bei einem Mann wie dir hält das Ziel wie nix. Ach, der gnädige Herr Graf. Ich wollte wenigstens das mit Ferl in Ordnung bringen. Das mit Hanni kann ich ja leider nicht mehr. Da muss ich mich ja wohl entschuldigen. Wir waren in der Höhle. Sie müssen mir verzeihen. Auch du, Ferl. Bitte, Ferl. Danke. Es soll alles wieder so sein wie früher. Und was mache ich jetzt damit? Das Gewehr ist fiskalisches Eigentum. Die Büchsen täte ich mir einrahmen lassen. Sein Sonntagsschuss kommt alle 100 Jahre nur einmal vor. So witzig finde ich das nicht. Wimmer, ein Gendarm ohne Gewehr ist wie ein Mann ohne Braut. Ja, ja. Tante Feefall, der Peppel will mir nicht glauben, dass ich beim Edelweißkönig gewesen bin. Glaub ja nicht. So? Ja, dann schau mal, wen ich da mitgebracht habe. Ja, da legst du ihn nieder. Da, Onkel Ferdl. Hast du mir das Königsblümlein mitgebracht? Sogar einen ganzen Buschen. Danke, Edelweißkönig. 1, 2, 3, 4. Gehen wir wieder in dein Schloss, Edelweißkönig? Nein, Liesel. Da gehen wir nicht mehr hin.